Herzlich willkommen bei Ida und Tilda. Bei uns findest du eine ganze Menge Schnittmuster und damit du sicher ans Ziel kommst, nähen wir mit dir heute Kelpjacke Maria gemeinsam. Als erstes zeige ich dir, welche Schnittteile du brauchst. Du brauchst das Rückteil einmal im Bruch zugeschnitten, jeweils aus dem Außen- und Futterstoff. Zweimal das Vorderteil gegengleich zugeschnitten, auch aus Außenstoff und Futterstoff. Zweimal das Kapuzenschnittteil gegengleich zugeschnitten, aus dem Außen- und Futterstoff. Und zweimal das Ärmelbündchen. Lege nun als erstes das Rückteil aus dem Außenstoff so vor dich, dass dich die rechte Stoffseite, also die schöne Stoffseite, anschaut. Lege eines der Vorderteile rechts auf rechts und kantengleich mit der langen geraden Kante an die lange gerade Kante des Rückteils und fixiere dieses mit Klammern. Vernähe anschließend die fixierten Kanten mit deiner Overlockmaschine oder dem normalen Geradstich deiner Nähmaschine und wiederhole die Schritte auch auf der anderen Seite mit dem anderen Vorderteil. Anschließend kannst du dann auch die unteren Ärmelkanten miteinander vernähen. Als nächstes bereitest du dir dann die Kapuze vor. Lege beide Kapuzenschnittteile rechts aufeinander und fixiere dir die äußeren Kanten mit Stecknadeln oder Klammern und vernähe diese dann anschließend mit deiner Overlockmaschine oder dem Geradstich deiner Nähmaschine. Als nächstes vernähen wir die Kapuze mit dem Rest der Kelpjacke. Fixiere dafür als erstes die untere Kapuzennaht mit der hinteren Mitte des Rückteils rechts auf rechts und anschließend auch den Rest der Kapuze gleichmäßig im Halsausschnitt. Im Anschluss kannst du die Kapuze mit einem Geradstich oder deiner Overlockmaschine mit dem Halsausschnitt vernähen. Wenn du mit dem Außenstoff fertig bist, kannst du den Futterstoff genauso wie den Außenstoff vernähen. Achte nur darauf, dass du eine Wendeöffnung von ca. 8 bis 10 cm in der Seitennaht offen stehen lässt, so wie du es hier gerade sehen kannst. Und verstärke dir die vorderen Kanten der Kelpjacke mit Bügelvlies, damit deine Knopflöcher später nicht ausreißen. Lege als nächstes den zusammengenähten Futterstoff rechts auf den Außenstoff und fixiere dir beide Teile ringsum mit Klammern oder Stecknadeln und vernähe dann die Außenkanten ringsum entweder mit deiner Nähmaschine oder deiner Overlockmaschine. Beim Fixieren beider Stofflagen achte ich immer darauf, dass die Halsausschnittnähte aufeinandertreffen oder auch die Kapuzennaht aufeinander trifft, damit du sicherstellen kannst, dass Außenstoff und Futterstoff wirklich an denselben Stellen genau übereinander liegen. Falte nun beide Bündchen im Bruch und vernähe anschließend die lang offenen Kanten der Bündchen. Kremple die Bündchen dann bis zur Hälfte um, sodass die Nähte innenliegend sind. Fixiere das Bündchen nun rechts auf rechts am Ärmelausschnitt auf beiden Seiten und vernähe es anschließend mit dem Zickzackstich deiner Nähmaschine. Lege die Kelpjacke nun so vor dich, dass sich Außenstoff und Futterstoff mit der linken Stoffseite außen genau gegenüberliegen. Lege dann die offenen Kanten der sich gegenüberliegenden Ärmel von Außen- und Futterstoff rechts auf rechts aneinander und fixiere die Kanten miteinander. Die Bündchenkanten werden in diesem Schritt mit eingefasst und liegen zwischen Außen- und Futterstoff. Wenn du alles richtig gemacht hast, sollen die Ärmel aussehen wie ein durchgehender Rüssel.
Wenn alles sicher fixiert ist, kannst du dann die Kanten mit dem Zickzackstich deiner Nähmaschine oder deiner Overlockmaschine vernähen. Wenn du fertig bist, kannst du die Cape-Jacke jetzt durch die Wendeöffnung auf die rechte Seite wenden. Vernähe anschließend die Wendeöffnung mit einem Gradstich oder dem Leiterstich in der Farbe des Futterstoffes. Wenn du alles in Form geruckelt hast, dann kannst du die Cape-Jacke ringsum mit dem Gradstich deiner Nähmaschine absteppen und dir als nächstes die Position für die Knöpfe oder Druckknöpfe markieren. Arbeite diese dann anschließend ein und dann bist du auch schon fertig. Falls du deine Cape-Jacke eigentlich mit einem Reißverschluss versehen wolltest, dann schau dir gerne unsere Videoanleitung zu Jacke Lulu an. Dort findest du genau jeden einzelnen Schritt beschrieben, wie du den Reißverschluss in eine Jacke einarbeitest. Deine Cape-Jacke ist jetzt fertig. Ich hoffe, du konntest unserer Anleitung gut folgen und wünsche dir ganz viel Spaß mit deinem neuen Unikat. Folg uns auch gerne auf Instagram für mehr Tipps und Tricks rund ums Thema Nähen und abonniere unseren Kanal.